So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ryzen 3 mit Rishan von Wir spielen es. Wir schauen jetzt hinter die Mauer. Wir haben gerade eben den Lava Golem umgebracht. Und jetzt betätigen wir diesen Hebel. Sesam, öffne dich. Da ist ein Vogel. Scavenger, um genau zu sein. Da ist ein schwarzer Ghoul. Oh oh, ich glaube, das waren zu viele Monster, die ich geholt habe. So. Von dem Schatten, da hinten war noch einer, aber den lassen wir jetzt mal am Leben. Erstmal, hier ist die Mine, wo wir den einen Typen finden sollten. Natürlich nehmen wir wieder alles mit, was... Oh, oh. Schlage ich ein paar Schädel. Lux. Keine Munition mehr. So, den Lux haben wir auch erledigt. So. Krug. Den haben wir auch schon gelootet. Schlangenwurzel. Ich denke mal, das ist diese Eisenmine, von denen alle sprechen. Auf geht's! Vernichte das Skelett! Perfekt! Skelett tot! Hey, lass mir auch noch was übrig! Ja, ja, ich lass dir alle übrig, wenn du magst. Na, 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 na. Na, 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 na. Zack. 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 Ich muss mal kurz gucken, ob ich meine Waffe hier ändern kann. Schrotpistole, perfekt. Da habe ich noch nämlich nicht genug Munition. So kann ich sie auch erlegen. Dauert zwar länger, aber ich krieg sie doch. Ah, verdammtes Mistviech. Eins. Das ging schnell. Oh, verdammt, ich bin an mein Mikro gekommen. Scheiße. Einen sicheren Sorry, Eindruck. Tut mir leid. Hast du etwa Angst, dass die Decke einstürzt? Tut mir wirklich leid, Leute. Mein Mikro ist gerade umgeflogen. War keine Absicht. Ja, hier die ganzen Skelette looten, die man looten kann. Den ihre Schädel. Eisenader, perfekt. Ist immer gut, wenn wir schmieden lernen sollten, dass wir jetzt endlich mal vorankommen mit Waffen und so weiter, weil ich will endlich meine eigenen Waffen schmieden. Hier ist ein Bett und da ist Alvito. Riecht so, als würde er hier schon länger liegen. Armes Schwein. Ja, armes Schwein. Bolzen halten und Alvito. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Okay. Das Schloss ist zu kompliziert für dich.
Und ich habe keinen Trank des Diebes mehr. Schade. Alvitos Notiz. Die schauen wir uns mal an. Alvitos Notiz. Plünder. Alvitos Notizen. Das Geheimnis des Stahls. Rost frisst das Eisen. Fertig. Feigheit das Herz. Das Feuer prüft das Eisen. Und die Versuchung den Gerechten. Die Freiheit kann nicht untergehen, solange Schmiede Eisen hämmern. Notiz, warum hat unsere Druide mir diesen Spruch zugesteckt? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ist Wilsons Auftrag für mich eine Prüfung? Egal, ich gehe in die Eisenmine, hol das Eisen und mach mich aus dem Staub. Werde vorher noch bei Yvette vorbeischauen und entspannen. Auf eine Stunde mehr oder weniger kommt es sicher nicht an. Ah. Die Stunde mehr oder weniger hat dich dein Leben gekostet. Kleiner. Der backt sich da in irgendwie an den Felsen, das ist perfekt. In die Enge getrieben ist der Kerl. Der steht nicht mehr auf. Gut. Ist auch besser so. So, hier finden wir nichts mehr, außer diesen Pilz, den wir natürlich mitnehmen. Der verwandelt sich in Proviant auf komische Art und Weise. Oh. Alter. Bin ich erschrocken. Da ist noch eine Eisenader. Ich bin bestimmt schon ein paar vorbeigelaufen. Aber beim Rückweg schauen wir mal, was wir noch übersehen haben. Die Ratten, die lasse ich mal am Leben. Ausnahmsweise. Alchemie-Lexikon. Er benutzte eine Krabbenschale als Behälter für seine Experimente. Eines Tages war die Krabbenschale unzerstörbar. Also machte er sich auf zur Krabbenküste und wollte dort so lange bleiben, bis ihm der Geniestreich erneut gelingen sollte. Die Krabbenschale soll er in seiner Truhe aufbewahrt haben. So, so. Okay. Magische Kristalle. Eine Truhe. Die wir locker flockig aufknacken. Zwei Eisenerz waren drin. Das ist schon mal praktisch. So, hier waren Eisenerz, Ader. Es gab nur zwei Adern hier. Ehrlich jetzt? Wie armselig. Also an die Truhe komme ich auch nicht mehr ran. Hey, ich will nicht mit dir reden, Bones. Hör mal auf, einfach mir immer in den Weg zu laufen. Ah, nein. Na, das will ich auch nicht. Mann. Zum Glück ist gerade nicht wieder so eine Nachtsequenz gekommen. Schwerer Goldsack. 100 Goldstücke erhalten. Ratte. Ah, Geisterpilz. Ah, Alter. Geisterpilz. Hallo? Jetzt. Habe ich die ja schon? Ja, die habe ich schon. So. Das war alles. Alvito, ein Satz mit X, das war wohl nichts für dich. Da sind die Goblins, die ich gehört habe. Die Kobolde, meine ich. Ich finde es krass, dass sie auch schießen können, die Kobolde. Für eigentlich stinknormale Monster. Hörst du mal auf, meine Herren. So. Der hatte nix. Der hatte was dabei. Da ist die Mühle. Dann nehmen wir das mit. Da ist nix mehr. Von
Wichtigkeit. Ah. So. Ich nutze bewusst die Schnellreisefunktion nicht, weil da kann man vieles übersehen, meiner Meinung nach, wenn man die ganze Zeit mit der Schnellreise reist. Ab und an ist es okay, wenn man jetzt Strecken abläuft, die man schon abgelaufen ist. Ernesto. Wenn du Arbeit suchst, muss ich dich enttäuschen. Ich habe kein Gold, um noch jemanden zu bezahlen. Außer du willst umsonst arbeiten. Ich brauche kein Gold. Ich brauche kein Gold. Ich habe auch nichts anderes, was ich dir geben kann. Es ist sowieso egal. Wir haben gar nicht genug zu tun für noch einen Knecht. Du bist hier der Chef? Du bist hier der Chef? Gut erkannt. Der Hof gehört mir. Aber wenn das so weitergeht, ich überlege ernsthaft, ob ich diesen verfluchten Hof nicht einfach verlasse. Klingt, als gibt es hier Probleme. Klingt, als gibt es hier Probleme. Wir haben eine Menge Probleme. Die Schatten und diese komischen Höhlen, von denen man überall hört. Und alles hat angefangen, nachdem mir mein Kerzenständer gestohlen wurde. Was erzählst du da? Dein Kerzenständer ist schuld daran. Was erzählst du da? Diesen Kerzenständer hat der Vater meines Großvaters damals von einer Reise mitgebracht. Mein Vater hat unser Familienwappen in ihn hineingraviert. Er war aus purem Gold. Er sagte immer, solange wir diesen Kerzenständer haben, kann uns nichts passieren. Und ich habe ihn mir stehlen lassen. Kurz darauf ist hier die Hölle losgebrochen. Ich finde deinen Kerzenständer. Ich finde deinen Kerzenständer. Das ist wirklich nett von dir. Am besten fängst du deine Suche bei meinen Leuten hier an. Frag sie einfach mal. Vielleicht erzählen sie dir mehr als mir. Werde ich tun. Wenn du ihn tatsächlich findest, werde ich dich natürlich angemessen entlohnen. Dann hört dieser Spuk mit den Schatten hoffentlich bald auf. Wir werden sehen. Ich habe deinen Kerzenständer gefunden. Ich habe deinen Kerzenständer gefunden. Ist das dein Ernst? Zeig her. Er ist es tatsächlich. Vielen Dank. Aber sag mir, wer hatte ihn? Ein paar Kobolde hatten ihn geklaut. Das ist gut zu hören. Ich habe meinen Knecht Nikodim wohl umsonst verdächtigt. Dann kann ich ihm doch meinen Hof vermachen. Danke nochmal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Hast du den Kobolden denn auch ordentlich in den Arsch getreten? Kobolde werden dir keine Sorgen mehr machen. Die Kobolde werden dir keine Sorgen mehr machen. Wunderbar, du bist ja richtig zu was zu gebrauchen, Junge. Hier hast du noch eine Belohnung dafür. Danke. Ich dachte, du hast kein Geld, Penner. Will er mich hier nur einfach über den Tisch ziehen. Danke, dass du Ernesto seinen Kerzenständer zurückgebracht hast. Du hast mir damit wirklich meinen Arsch gerettet. Hier hast du eine kleine Anerkennung von mir. Für deine gute Tat. Tja, so einfach geht's. Frau Mira. Du verdammter Arsch! Wegen dir bekommt jetzt Nikodim den Hof vermacht. Dieser verdammte Versager. Jetzt wird hier alles den Bach runtergehen. Dankeschön. Verschwinde. Okay, ich hab doch nichts gemacht. Ich wollte doch nur gut sein. Och Mann, ey. Da ist man mal nett zueinander. So. Ganze Proviant machen. Ist immer praktisch, Proviant. So. Wo geht's hier lang? Da geht's zur Zitadelle. Und hinter mir müsste es... Ja, aber ich muss zur Zitadelle. Ich muss erzählen, dass Alvito tot ist. Und ich muss diesen Drake fragen, was mit diesem Burke los ist. Diese komischen Namen hier. Ist das Drake? Das ist Henrik. Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Was ist deine Geschichte? Wo ich herkomme, wer ich war, das ist vergangen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und wie jeder meiner Brüder bin ich dem Ruf gefolgt. Komm schon, das kann doch nicht alles sein. Du redest nicht gern über deine Vergangenheit, oder? Komm schon, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ist es auch nicht.
Aber jeder von uns hat seine Leichen im Keller und ich will, dass sie da bleiben. Statt zu reden, hätte ich allerdings einen Vorschlag. Wir hauen uns ein bisschen aufs Maul und schauen mal, wer gewinnt. Denn darum sind Kerle wie du doch hier. Vielleicht kenne ich sogar noch den ein oder anderen Kniff, der dich besser macht. Okay. Bereit für einen Schlagabtausch? Gestern schon. Also zieh deine Waffe und zeig, was du drauf hast. Ja! Reiß ihm den Kopf ab! Dem reiß ich den Kopf ab! Jetzt nicht. Ah, hau mich um, ich hab's halt aus Sehens gemacht. War keine Absicht. Er hat mich umgebracht! Alter! Er hat mich umgebracht! Ich glaub meinen Augen nicht! Alter, er hat mich wirklich umgebracht. Ja, wenn ein Gegner zu stark für dich ist, solltest du zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Das stimmt. Er hat mich wirklich umgebracht. Ich glaube, ich drehe durch. Nehmt's mir nicht übel, Leute. Ich werde jetzt den Content für den Schlagabtausch überspringen. Was ist deine Geschichte? Und wir überspringen das. Komm schon, das kann doch nicht alles sein. Ja, ja. Was kannst du mir beibringen? Nun mal, die Lehrstelle. Du weißt ja, was du zu tun. Oh. Scheiße, jetzt habe ich es übersprungen. Verdammt. Was hast du verkaufen? Was kannst du verkaufen? Ich brauche Munition. Er hat natürlich keine. Egal. Bereit für ein... Gestern schon. Also zieh deine Waffe. Und steck auf ihm geht's. Den Finger ins Auge. Ich finde den Spruch, das ist der geilste Spruch hier in dem Spiel. Steck ihm den Finger ins Auge. Hau ihm auf die Fresse. Ja. Wie der sich heilt, der faule Drecksack. Genau so! Das ging schnell. Wir reden später. Mein Kopf tut weh. Steh doch auf. Mein Gott. Das war ein guter Kampf. Respekt. Aber wenn ich mir was gebrochen habe, geht das Bier auf dich. Okay. Und bringst du mir nun was bei? Bringst du mir nun was bei? Mit einem Kämpfer, wie du es bist, teile ich gern mein Wissen. Ich will etwas lernen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Warum macht es keiner umsonst? Klingentänzer lernen, Stichwaffe, Gegenangriff lernen, Schwerter lernen, Hiebwaffe, Klingen sicher. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt diese Folge beenden, indem wir Alvito die Quest abgeben, wenn ich Alvito finde. Alvito war, glaube ich, in dem Raum hier. Ja. Alvito ist tot. Wilson die Quest abgeben. Sorry, so warum war's? Alvito ist tot. Du wirst dir wohl einen neuen Lehrling suchen müssen. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Dieser verdammte Mistkerl. Jetzt kann ich hier Überstunden schieben. Ich hoffe, Eldrick stellt mir das nächste Mal nicht wieder so einen grünen Jungen zur Seite. Trauer kennst du wohl nicht. Derbe Worte von einem harten Kerl. Trauer kennst du wohl nicht, hä? Hör mal, Junge, wir befinden uns im Krieg. Da bleibt nur wenig Zeit für andere Dinge. Hier hast du eine Handvoll Gold für die Nachricht. Ich komme jetzt eh nicht mehr dazu, es auszugeben. Ach ja, ohne Alvito fehlt mir ein Eisenlieferant. Solltest du auf Eisen stoßen, bring es mir. Werde dich auch anständig bezahlen.
Etwas Eisen für dich. Ich habe hier etwas Eisen für dich. Immer her damit! Klumpen Eiserz geben. Naja, ich brauch das doch selber. Ich will selber schmieden. Kennst du dich mit Waffen aus? Kennst du dich mit Waffen aus? Ob ich... Na hör mal, für wen hältst du mich? Du unterhältst dich gerade mit dem besten Waffenbauer weit und breit. Ich habe schon Pistolen und Schwerter gefertigt, da hast du noch in die Hose gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Perfekt, das habe ich erreichen wollen. Gut, in der nächsten Folge werden wir uns einfach mal mit dem Schmieden befassen, wenn ich natürlich genug Geld habe. Das schauen wir uns jetzt mal an. 2000 Gold, das wird schon reichen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Viel Spaß. Bewertet die Folge und wir... und bis dann. Ciao.